Schönen guten Tag aus Köln und herzlich willkommen zur 6. Folge von Gamescom TV 2011. Heute leider ohne Annika, dafür aber mit brandaktuellen Infos zur Gamescom. Heute fand nämlich die offizielle Pressekonferenz statt und wir haben für euch natürlich die wichtigsten Eindrücke und Statements eingefangen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer traditionellen Auftakt-Pressekonferenz in die spektakulären Games-Tage hier in Köln. Und neben mir begrüße ich selbstverständlich auf dem Podium unseren Partner, den Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware in Person von Olaf Wolters, den Direktor von UK Trade und Investment, Dan Woodstein, sowie den Eventdirektor der GDC Europe, auf der wir uns hier befinden, Frank Slivka. Wie Sie unserem virtuellen Überblick über die Messehallen entnehmen können, wartet die gesamte Riege der weltweit führenden Unternehmen der Games-Industrie auf den Startschuss. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute mit 550 Ausstellern einen Plus von 10% vermelden zu können. Und ich kann Ihnen sagen, Sie können sich wirklich auf tolle Präsentationen der Unternehmen freuen. Es freut uns im Zuge des Wachstums und auch der Internationalisierung besonders, dass wir mit dem United Kingdom in diesem Jahr den größten europäischen Spielemarkt sogar als offizielles Partnerland bei uns begrüßen dürfen. Lassen Sie uns alle gemeinsam in der kommenden Woche hier in Köln die Spiele feiern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Böse. Wir haben vor kurzem eine Studie erstellt, haben festgestellt, in Deutschland gibt es 23 Millionen Computer-Videospieler. Davon sind fast 50% Frauen. Das ist sozusagen das Zielpublikum, was wir in den nächsten Tagen hier erwarten dürfen. PC-Spiele sind ein Wachstumsgeschäft für uns. Wir haben 2% mehr Umsatz gemacht zum Halbjahr, haben 8% mehr Spiele für den PC verkauft. Und was ganz bemerkenswert ist, wir haben 45% plus gehabt im Bereich digitalen Distribution. Das bedeutet, dass zunehmend auch Online-Geschäftsmodelle funktionieren, die Konsumenten durchaus auch direkt über das Internet interaktive Unterhaltung genießen wollen. Das zeigt auch, wo die Reise in den nächsten Jahren hingeht. Auch wenn natürlich nach wie vor der Handel extrem wichtig ist und hier uns weiter unterstützt und positive Signale setzen wird. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für die Gelegenheit bedanken, heute hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Die Themen Computerspiele und Spieleindustrie gehören zu meinen persönlichen Lieblingsthemen. Umso mehr freut es mich, dass der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. und die Messecom das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland gebeten haben, dieses Jahr das Partnerland des Gamescom zu stellen. Vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung. Uns allen wünsche ich eine erfolgreiche und unterhaltsame Gamescom 2011. Eine mit Sicherheit spannende, aufregende Woche voller neuer Erfahrungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Piranha Bytes veröffentlicht mit der Fortsetzung von Risen ein einzigartiges Open-World-Rollenspiel in einer karibischen Fantasy-Umgebung. Der Rollenspielkracher bietet neben althergebrachten Spieleelementen auch völlig neue Features, wie das Kampfsystem mit dreckigen Piratentricks und NPCs, die sich mit euch anfreunden und euch im Kampf unterstützen. Zudem erwartet euch eine überholte, anspruchsvolle Engine. Das Resultat? Stark verbesserte und hochaufgelöste Texturen. Neuartige Wetter-, Wasser- sowie Licht- und Schatteneffekte, von Grund auf überarbeitete Charakteranimationen und Designs sowie ein einzigartiger Variantenreichtum bei den NPCs. Die fesselnde Spielwelt von Risen 2 zieht die Spieler auf beeindruckende Weise in ihren Bann. Freut euch auf einen konstanten Tag- und Nachtwechsel und dynamische Wetterphänomene. Die unterschiedlichen Tageszeiten beeinflussen sogar das Verhalten der NPCs, die tagsüber arbeiten, essen oder in die Kneipe gehen und sich schlafen legen, wenn die Welt von Risen in die Dunkelheit der Nacht gehüllt wird. Damn fool. Risen 2 erlaubt es dem Spieler, nicht nur die Sichtweise der Spielwelt, sondern die Spielwelt selbst zu verändern. Jede Entscheidung, die getroffen und jede Aufgabe, die bewältigt wird, zieht eine Konsequenz nach sich, die die Charakterfähigkeiten, NPC-Beziehungen oder sogar Quests beeinflussen. Euch erwarten zahlreiche einzigartige Inseln, die Piranha Bytes allesamt in liebevoller Handarbeit designt hat.
Freut euch auf eine fantastische Welt. Freut euch auf ein monumentales Abenteuer. Freut euch auf Risen 2. Bei mir steht der Vorsitzende der Geschäftsführung der Kölnmesse, Gerald Böse. Grüße Sie, Herr Böse. Grüße, hallo. Herr Böse, mit über 254.000 Besuchern konnte man letztes Jahr die schon beeindruckenden Zahlen vom Gamescom-Debüt aus dem Jahr 2010 ja nochmal toppen. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass man dieses Jahr nochmal einen Zuwachs, was die Besucher betrifft, generieren kann? Ja, die Rahmenbedingungen sind günstig. Wir können ja auf der Gamescom 10% mehr Aussteller begrüßen. Es ist im Prinzip das gesamte Line-up der internationalen Games-Industrie hier vertreten. Hunderte von Welt- und Europapremieren werden hier gezeigt. Und das nicht nur dem Fachbesucher, sondern auch hier können ja die Gaming-Fans aus aller Welt auch die Spiele sozusagen ausprobieren, die sie dann später im Weihnachtsgeschäft über die Ladentheken gehen lassen. Und wir sind mit dem Termin in diesem Jahr erstmals voll in den Sommerferien. Wir haben überhaupt keine Ahnung, ob sich das positiv oder negativ auf die Besucherzahlen auswirken wird. Was die Vorregistrierung angeht, sind wir sehr, sehr zuversichtlich. Also ich würde sagen, alles, was so 255.000 plus angeht, da sind wir sehr, sehr zufrieden damit. Bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Zuwachs, Herr Böse. Sie haben es gerade eben schon angesprochen. 10% mehr Aussteller werden dabei sein auf der Gamescom 2011. 550 circa an der Zahl werden sich in den Messehallen tummeln. Und besonders interessant dabei ist die Tatsache, dass 16% mehr Aussteller aus dem Ausland kommen. Was sagt das denn über den internationalen Stellenwert der Gamescom aus? Ja, der wird natürlich dadurch bestätigt. Und es freut mich auch ganz besonders, wir haben ja vor 2 Jahren gemeinsam mit dem Bio, unserem Partner, eine strategische Ziel formuliert, nämlich die Gamescom am Standort Köln noch internationaler auszubauen, zu der Leitmesse in Europa zu machen. Wir sind ja jetzt schon die größte Messe dieser Art weltweit. Und es ist so die alte Messeregel, beim dritten Mal an einem Standort ist dann die Messe endgültig zu Hause. Und auch hier trifft die wieder zu. Also wir spüren deutlich, dass unsere internationalen Marketingaktivitäten greifen. Wir waren in den USA, wir waren in Asien. Wir haben die Gamescom auch da noch bekannter gemacht. Und ich muss sagen, wer jetzt hier auch durch die Konferenz geht, der sieht sehr, sehr viele exotische Gesichter, sehr, sehr viele Leute aus Übersee. Und nicht nur in Europa wird dieses Thema sehr, sehr hoch gehängt, sondern halt auch zunehmend im Ausland. Und das macht uns eigentlich sehr zuversichtlich auch für die nächsten Jahre. Das Partnerland-Konzept wird ebenfalls fortgeführt. Letztes Jahr konnte man Kanada gewinnen, dieses Jahr fiel die Wahl auf Großbritannien. Wie kam es denn dazu, dass ausgerechnet UK den Zuschlag bekommen hat? Ja, das ist vielfach nicht so bekannt, aber England ist der wichtigste, umsatzmäßig wichtigste Spielemarkt in Europa. Dieser Industriebereich wird auch von der Regierung entsprechend unterstützt. Es gibt umfangreiche Förderprogramme für Entwickler, für Publisher und andere Unternehmen. Und es spielt eine große Rolle im Arbeitsmarkt, auch in England zunehmend. Und wir sind sehr froh, dass wir United Kingdom hier nach Deutschland bringen konnten, auf die Gamescom. Die nutzen das praktisch auch als eine Art Heimspiel, um zu zeigen, wie stark England im Spielemarkt ist. Und die werden natürlich auch ihre neuesten Trends hier mitbringen und das komplettiert letztlich die Gamescom. Eine Frage, die unseren Zuschauern natürlich unter den Nägeln brennt, ist, spielt denn der Vorsitzende der Geschäftsführung der Kölnmesse selber Videospiele? Ja, klar, ich spiele auch. Mein Sohn ist im Gaming-kritischen Alter mit 17, das heißt, der weiß natürlich genau, was er will. Und da gucke ich dann ab und zu mal über die Schulter. Aber was eigentlich mein großer Favorite ist, sind immer die FIFA-Spiele und die Golfspiele. Die machen wahnsinnig Spaß und auch die Autorennen. Also da beschränke ich mich drauf, wobei ich sagen muss, was sich jetzt an Grafikdesign und an Brillanz in Bilddesign entwickelt hat in den letzten Jahren, ist frappierend. Man kann kaum die Spiele von realem TV noch unterscheiden und diese Entwicklung ist natürlich super spannend. Die Entwicklung beim FC Köln sieht nicht so gut aus zurzeit in der Fußball-Bundesliga. Hoffen wir drauf, dass es dann bei FIFA besser aussieht. Wir freuen uns auf eine Woche Gamescom 2011. Ihnen auch ganz viel Spaß. Und ich denke, wir sehen uns dann am Sonntag und ziehen vielleicht so ein kleines Schlussresümee. Dankeschön, Herr Böse. Herzlichen Dank.
Auch der Geschäftsführer des Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, Olaf Wolters, nimmt sich ganz kurz Zeit für uns für Gamescom TV. Grüß Gott, Herr Wolters. Hallöchen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern an die Gamescom 2010. Am letzten Tag, da haben wir zwar so ein bisschen unterhalten und Sie waren so ein Stück weit erleichtert, weil alles gut über die Bühne ging, aber auch so ein Stück weit traurig, dass alles schon wieder vorbei ist und sagten damals, naja, nach der Messe ist vor der Messe und zack, jetzt stehen wir hier wieder und alles geht von vorne los. Sind denn alle startklar, Herr Wolters? Ja, absolut. Alle haben einen guten Job gemacht. Vielen Dank an die Kölnmesse. Wir sind gut aufgestellt, haben auch gesehen, dass die Hallen wieder voll sind. Alle sind wieder da und auf ein Neues. Es gibt ja einige Neuerungen auf der Gamescom 2011, unter anderem der Familientag am Sonntag. Was möchte die Gamescom denn damit erreichen? Wir wollen auf jeden Fall die Möglichkeit für Familien geben, auch mal ein Spiel anzuspielen. Wir haben festgestellt, der Sonntag ist eigentlich von den Besucherzahlen her noch so, dass wir ein bisschen Luft haben. Haben am Samstag davor natürlich auch immer gesehen, dass die Hallen extrem voll sind, trotzdem Leute mit Kinderwagen halt über die Messe schieben. Insofern haben wir überlegt, es macht vielleicht Sinn, einen Messetag als wirklich Familientag auszurufen und ein Signal zu senden an die ganzen Familien draußen. Wenn ihr mit den Kindern kommen wollt, kommt am Sonntag. Da haben wir mehr Platz und da ist es viel einfacher, an die Spiele zu kommen. Also extrem viele Highlights auf der Gamescom 2011. Es wird Weltpremieren geben, es wird Europapremieren geben, es gibt mehr Aussteller und so weiter. Was ist denn Ihr persönliches Highlight, Herr Wolters? Oh ja, das sind so viele, da kann ich gar nicht genau sagen, was ich mir anschauen will. Ich bin ein großer StarCraft-Freund, freue mich natürlich jetzt hier StarCraft 2, die zweite Episode mir anzuspielen. Das wird ja ein ganz großes Preview werden, Diablo 3, also ich bin Blizzard-Fan, halt gar keine Frage, all das haben wir hier. Ich bin auch Fußballfreund natürlich, das FIFA 12 werde ich mir angucken und natürlich Pro Evolution Soccer auch nochmal. Ich werde mir die ganzen 3D-Spiele für den 3DS mir anschauen. Ich liebe den 3DS, finde ihn ganz toll eigentlich. Ja, und ansonsten gehe ich mit offenen Augen über die Messe und schaue mal, was ich auch selbst noch nicht kenne. Herr Wolters, ich bedanke mich vielmals, wünsche Ihnen eine wunderbare Gamescom 2011 und wir werden uns garantiert nochmal über den Weg laufen. Ganz bestimmt. Ihr seht schon, alles ist angerichtet. Soweit also die Verantwortlichen der Gamescom 2011. Bevor ich euch nun entlasse, kommen wir noch zum letzten Gewinner unseres Community-Gewinnspiels. Herzlichen Glückwunsch, dein Gamescom-Fan-Bundle bestehend aus zwei Shirts, zwei Tickets und dem Köln-Reiseführer befindet sich natürlich schon auf dem Postweg, damit es rechtzeitig bei dir ist und du am Donnerstag die Messehallen stürmen kannst. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen und wir, Annika und ich, stürmen die Messehallen bereits am Mittwoch pünktlich zum Presse- und Fachbesuchertag. Dann gibt es die ersten Impressionen von der Gamescom 2011. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.